Microsoft Deutschland heißt der große Sieger im diesjährigen Great Place to Work Wettbewerb in der IT. Ich habe bei mir zwei Recruiting-Experten von Microsoft Deutschland, Bianca Lorenzen und Bernhard Schaldach. Frau Lorenzen, warum haben Sie gewonnen? Was ist das größte Pfund, mit dem Sie wuchern können? Ich denke mal, das sind unsere Mitarbeiter, mit denen wir wuchern können. Wir beziehen unsere Mitarbeiter in Entscheidungen mit ein. Das heißt, wir hören auch auf das, was unsere Mitarbeiter uns zu sagen haben, versuchen dies umzusetzen und auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen. Ein wichtiges Thema ist sicherlich bei der Microsoft auch das Thema Weiterentwicklung. Das wird hier sehr groß geschrieben, sodass wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten offerieren können auf allen Ebenen, und das wird sehr, sehr gut von unseren Mitarbeitern angenommen. Herr Schaldach, Sie sind ja auch Recruiter bei Microsoft, jetzt haben Sie den ersten Platz. Können Sie sich jetzt zurücklehnen in Zukunft? Um Gottes Willen, nein. Also wir werden definitiv weitermachen in das neue Fiskaljahr, jetzt mit Volldampf reinstarten. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Ich denke, das wird auch einen guten Rückenwind geben, uns als Arbeitgeber für Talente, externe Talente insbesondere, interessant zu machen. Wir werden mit unserer neuen Services und Devices-Ausrichtung und den Produkten, die wir damit anbieten, definitiv neue Herausforderungen haben, auch an unsere Mitarbeiter. Und ich denke, dass wir da in der Zukunft neue Positionen auch weiterhin besetzen werden, sodass diese Auszeichnung sehr schön ist, aber wir am Ende des Tages sicher nicht tatenlos und arbeitslos sein werden. Das sind ja gute Nachrichten für den Jobmarkt, Herr Schaldach. Danke für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Lorenzen.